eine IP-Adresse plus ein entsprechender Port ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Dienstes auf dem Internet. So ein Dienst kann Ressourcen bereitstellen. Zum Beispiel ein Webserver stellt die Ressourcen Webseiten bereit. Und man hat bereits im Beginn der Internetentwicklung nach Konzepten gesucht, um Ressourcen eindeutig und kanonisch uniform zu beschreiben. Wir unterscheiden hier die URI, den Uniform Resource Identifier, und als Spezialisierung davon die URLs, Uniform Resource Locator und die URN, Uniform Resource Name. Teilweise ist die Unterscheidung etwas akademisch. Sie kennen wahrscheinlich die URL. Und die Begriffe URL und URI werden manchmal etwas durcheinander gebraucht. Die hier gelisteten RFCs, Request for Commons, beschreiben sehr gut, worum es sich hierbei handelt. Ich habe mal die Beschreibung der URI aufgemacht. Diese sind gekennzeichnet durch ihre Uniformheit, Uniformness, dadurch, dass sie eine Ressource sind und dadurch, dass sie die identifizieren. Und wenn Sie etwas mehr darüber lernen wollen, empfehle ich Ihnen, das hier zu lesen. Auch die Unterscheidung zur URL. Hier folgt nochmal eine Kurzbeschreibung dieser drei Konzepte. Die URI identifiziert eindeutig eine Informationsressource im World Wide Web. Die URL identifiziert über eine eindeutige Adresse den Ort. Und die URN identifiziert über einen eindeutigen Namen eine Informationsressource. Das Konzept wird nicht so oft benutzt. DUIs sind ein bisschen so etwas. Die Idee war, das Ideal war ganz am Anfang bei der Entwicklung dieser Konzepte, dass man nicht immer den Ort wissen müsste. Der Ort kann sich ändern, der Name jedoch nicht. Und der Name, der eindeutig ist, der kann einem Service zur Auflösung des Namens zu einer Ressource, zu einem Ressourcenort gegeben werden, und dann erhält man die URL und holt sich da letztendlich die Ressource, die vielleicht verschoben wurde. Hierzu nochmal ein Auszug aus der RFC. Ein Uniform Resource Locator, eine URL, ist auch eine URI aber, die zusätzlich noch zur Identifizierung auch noch die Möglichkeit hat, den Ort genau anzugeben. URIs müssen nicht für etwas stehen, das auch wirklich existiert. Man kann auch einfach sie als Namen verwenden. In XML geschieht das zum Beispiel. Die Grafik hier unten zeigt die wichtigsten Elemente einer URL. Wir haben das Protokoll, HTTP, FTP, Mail2News News und so weiter. Wir haben einen eindeutigen Hostnamen. Das kann ein Hostname sein, der im DNS-Namensschema angegeben wird oder einfach eine IP-Adresse, IPv6 oder IPv4. Und wir haben einen Zugriffspfad, einen Dokumentpass. Diese Komponenten werden verfeinert durch Abfrage von Benutzerinfo bei geschützten Ressourcen, durch den Port, wo ein Dienst läuft, durch Parameter, die man angeben kann, um eine Ressource zu spezialisieren oder Parameter zu übergeben, die dann einem Service weiterübergeben werden, und einem Fragment Identifier. Ein Fragment Identifier geht in eine bestimmte Stelle einer Ressource. Man kann das als eine weitere Verfeinerung des Pfads sehen. Fragment Identifier können auch direkt in einem Dokument angesprungen und adressiert werden. Der Vollständigkeit halber zeige ich hier noch ein BNF-Schema.
der URIs. Vielleicht werden Sie irgendwann mal was damit zu tun haben. Dann müssen Sie das parsen oder zerlegen. Eine URI besteht aus einem Schema, einem Doppelpunkt und einem Here-Part. Das Schema wiederum kann HTTP oder SFTP sein. Angenommen, wir entscheiden uns für HTTP. Dann geht's weiter. Was kann das hier sein? Der Here-Part, der besteht aus einem Doppelslash. Dann kommt die Authority und Pass-Rooted. Die wiederum gibt den Host an, einschließlich Port. Der Host besteht entweder aus dem DNS-Hostname oder einer IPv4-Adresse oder einer IPv6-Adresse und so weiter. Im Zweifelsfall, wenn Sie professionell in einer Firma oder einen aufwendigen Dienst machen, müssen Sie sich genau an diese Spezifikation halten. Sie kommt aus der Request for Comment, der entsprechenden. Und diese RFC, die sind Sie hier angegeben. Hier auch nochmal der Hinweis, dass die etwas akademische Unterscheidung von URIs, URLs und URNs mittlerweile abgelöst ist. Man betrachtet heute die Menge der URIs, aufgeteilt durch ihre Protokolle, für URLs, das ist HTTP, FTP und so weiter, und aufgeteilt in die Namespace Identifier for URNs. Das heißt, man orientiert sich bei der Unterscheidung eigentlich hier dran. Die Namensauflösung URN, URL, also ich weiß nur den Namen und muss damit leben, dass eine Ressource verschoben wird, die wird heute tatsächlich benutzt und die zeige ich Ihnen an einem Beispiel nochmal. Eine URN hat eine Namespace-ID und eine Namespace-Specific-String. Die Namespace-ID könnte zum Beispiel ISBN sein und der String die ISBN-Nummer. Namensauflösung von URN zu URL geschieht mittels eines Resolver Discovery Services. Ein Client, der sich für einen ganz bestimmten Typ von Informationsressource interessiert, hier zum Beispiel ISBN, fragt den Resolver Discovery Server, wer kann ISBNs auflösen? Die Information darüber nennt man URN Resolver. Der URN-Resolver liefert mir nun die Location, hier in Form einer URL. Und mit dieser URL kann ich zum Informationsanbieter gehen, zum Beispiel zu einem Webserver, und erhalte von diesem wiederum das Dokument. Diese Idee, dieses Prinzip wird bei der Namensauflösung bei Digital Object Identifiern, sogenannten DOIs, angewandt. Für den Namespace Identifier DOI wird der URN Resolver dx.doi.org herausgesucht. Vielleicht kennen Sie ihn, der sieht so aus. Hier können Sie eine konkrete DOI eingeben. Und erhalten dann das gesuchte Dokument. Auf den Webseiten der WBIS-Gruppe werden die Schritte 2 und 3 bei den Publikationsanträgen für DOIs automatisch durchgeführt. Das sieht dann so aus. Sie gehen zu den Publikationen. Hier zu den gerade gesprochenen. Und hier ist ein DOI-Link. Und dieser Link wird direkt übersetzt in eine Anfrage zu dem Resolver. Und der Resolver liefert dann die URL für das Dokument. Und es geschieht alles transparent. Hier.